zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 Shadowbringers in der Gulk. Wir wollen Vorthry in seiner neuen Festung, quasi ein paar Prügel verteilen. Wir haben mit dabei natürlich die Aya, meine persönliche Heilermieze, und zwei Außenstehende, die ich nicht kenne. Aber wie dem auch sei, erst einmal kurz ein gekochtes Ei essen und los geht's! Zu einer. Da sind die Unruhestifter. Ich schreibe nicht. Meinen himmlischen an. Frieden werden sie nicht stören. So. Können wir hier mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier zu doll vorlaufen soll, weil meine Rüstung ist eher so, naja, mittelmäßig, sage ich mal. Deswegen machen wir das lieber gemach, ganz gemütlich. Das schont die Nerven von meiner Freundin. Und, naja gut, wir haben eh keine Damage, also kein AOE Splash Damage dabei, so, sondern eher so Zeug. Nein, der Mönch geht schon gut ab, würde ich behaupten. Und der Dancer ist eh ziemlich YOLO. Aber was soll's. Sollte die Aya auf einmal anfangen, mit irgendwelchen Sachen zu werfen, dann überlege ich mir das nochmal. Aber im Moment sieht alles gut aus. Sündenvertilger versperren uns den Weg. Und werden vom Talos einfach plattgewälzt. Das finde ich auch gut. Wo kam der Laserschuss gerade her? Gar nicht mitbekommen. So. Ich nutze hier die Taktik Spin to Win. Die funktioniert ganz gut. Zwei Tasten drücken kann ich. Damit bin ich noch nicht überfordert. Das könnt ihr auch machen. Eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Ja, mehr mache ich nicht. Sollte ich mehr tun? Oh wei. Da kommen ja immer mehr. Das ist ja ein richtiges Aufgebot an, an Vertilgern hier. Geläuterte Begierde, geläuterte Heuchelei, geläuterte, keine Ahnung, alles. Ich finde das nebenbei mega lustig. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Star Wars. Zumindest so dieser Anfang dieses Soundtracks. Oder generell eher so an Science-Fiction, weniger an Fantasy. Aber trotzdem genieße ich diese Musik. Und ich muss echt sagen, diese Instanz ist auch unglaublich hübsch. Also das sieht jetzt erstmal gar nicht... Ey. Das sieht jetzt gar nicht so aus, als ob die hübsch wäre. Aber glaubt's mir, es kommt gleich so hammerbombastisch geil. Eine wunderschöne Hand. Ist die nicht schön? Ich mag den. Der Talos macht hier ebenfalls voll die Action mit. Und ist nicht nur mittendrin, sondern voll dabei. Das finde ich herrlich. So, jetzt so ein Level-Up auf Stufe 80 wäre geil. Dann würde ich nochmal richtig durchrotieren. Ah ne, Blödsinn. Man ist hier ja, glaube ich, auf 59 zurückgesetzt, ne? Ne, ist man nicht. Guck mal, die Aya ist Stufe 80. Ja, man ist hier runtergesetzt auf 59. Man kriegt hier ziemlich dolle auf die Nase. Das wär's nochmal. So ein neuer Dungeon, der einfach auf eine niedrigere Stufe gesetzt ist. Ich glaube, das würde erstmal absolut auf Verwirrung, also für Verwirrung stiften. Weil man auf einmal einen Teil seiner Fähigkeiten nicht mehr hat. Ah, da kam der Laser her. Oh. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, was für Bosse hier kommen. Schon so ewig her, das wird so lustig. Ich werde schon wieder von der Seite böse angeguckt. Das wird herrlich. Es ist so ein Feuerwerk. Also nicht nur die Gegner, sondern auch diese Instanz. Es gibt, gefühlt habe ich hier nicht so viele Instanzen gemacht. Random Acts sind eh nur noch zwei Instanzen in der Rotation. Und ich bekomme immer nur eine. Also ich habe die andere, seit sie rausgekommen ist, ein einziges Mal gespielt. Habe sie aber auch seitdem nie wiederbekommen. Finde ich richtig gut. Perfektes Making.
Oder, ja. Ich wollte Matchmaking sagen, aber Matchmaking passt hier ja gar nicht. Gruppensuche. Akkurat. Liegt aber auch daran, dass es beides gerade Story-Instanzen sind. Egal. Alles voll nice. Ah, doch. Ich erinnere mich ganz düster. Ah, der ist so eklig, der Boss. Da muss man sich bewegen. Ich bin Tank. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nur spin to win. Los geht's. Ui. Warum ist mein Charge nicht angekommen? Frech. Ah, okay. Ich dachte gerade eben, ich muss da schon von ihm weg. Musste ich aber gar nicht. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, jetzt schießt er in die Richtung, in die... Ja, genau, in die er guckt. Später macht er noch so Winde an die Ecken oder sowas. So einen ganz komischen Kram. Genau jetzt. Jetzt muss man aufpassen. Näher dran? Nee, von ihm weg. Nee, hier, guck. Da sind diese Tornados. Voll hässlich. Und die werden noch nur nochmal ekliger. Wenn die in die zweite Runde gehen. Zyklon schwingen? Was machen die? Achso, Bombenschaden. Das ist ja easy. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Krasses. Mal gucken, wie viele Dödelbuffs ich hier bekomme. So, das ist jetzt das, was ich meine. Jetzt kommt hier zwar auf der einen Seite dit. Ah ne, ist noch gar nicht so weit. Dann macht er das später. Okay, hab's verstanden. So, schieß mal deinen Laser irgendwo hin. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Hier, da sind diese komischen Windhosen. Und die werden auch noch größer. Seht ihr? Seht ihr? Ist das frech? Ist das frech? Mit solchen Dingern muss man sich hier drum schieben. Prügeln. So ein bisschen Reflexion, damit der Gegner ein bisschen weniger Schaden auf die Gruppe macht. Sowas wie ein Tankbuster kommt auch noch. Nee. Ja, gut. Nicht rechtzeitig gedrückt. Beziehungsweise gedrückt schon, aber irgendwie wollte mein Schildwall nicht ziehen. Schutzwall. Ich mal schnell nachlesen, wie hieß nochmal die Attacke, der Cooldown. Sentinel kann ich mir merken. Nee, das war schlecht. Seht ihr mal. Ich hab's probiert. War gar nicht meine Schuld. So. Nochmal eben kurz den Heiler unter die Arme greifen, Sentinel ziehen. Was? Nö. Den Tankbuster hast du gut geheilt bekommen. Oh, super. Kommt zumindest hier ein bisschen Gear. Nein, das wollte ich nicht. Ich hoffe, dass die auch gleich anfangen zu würfeln, damit ich... Yay! Shit. Das hätte ich dann noch vor dem Pull ausrüsten können. Egal, zu spät. Jetzt müssen wir damit leben. Mit dem, was wir haben. Hier kommt es jetzt erstmal gar nicht drauf an, was für Stats es sind. Wichtiger ist dann, bis da, wo wir jetzt gerade sind, dass wir so ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr... aushalten, mehr Verteidigung haben und so weiter. Der Rest ist eher so optional. Später wird das wichtig. Denn dann muss nämlich vernünftig gearbeitet werden hier. Ui. Ey, Moment mal, ich habe doch was bekommen. Leute, Stirnreif der Verteidigung. 418. Was ist damit? 406. Ach, Moment, ich hab's. Ich weiß, woran es liegt. Ins Inventar legen. So. Jetzt aber. So, das sieht jetzt auch ganz, ganz wild aus, aber eigentlich ist man vorne ziemlich safe. Einfach hier links und rechts davon gehen. Der macht immer zwei Laser in irgendeine Richtung. Die sind random.
Aber was soll. Oh, ich glaube, die zielen auf irgendwelche Spieler oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgend so ein Kram, den man gekonnt ignorieren kann. Wenn man weiß, was bedeutet, nach links und rechts auszuweichen. Und jetzt wird diese Instanz so herrlich. Seht ihr diese coolen weißen Dinger? Jetzt wird's hier richtig schick. Jetzt fängt die Instanz nämlich erst richtig an Spaß zu machen. Wenn wir hier hinaufwandern, da ist noch eine Schatztruhe. Die will ich natürlich auch mitnehmen. Toll. Ah nee, das bringt tatsächlich was. Aha, nehme ich. Meins. Zieht euch das rein. Ist das nicht schick? Ist das nicht schick? Das sieht doch richtig geil aus. Herrlich. Und das baut sich alles wie so hier Matrix-like zusammen. Voll cool. Ich weiß nicht, ich finde diese Instanz echt super gelungen. Also auch die Bossfights sind gar nicht so schlecht. Yay, ärgerlich sind natürlich die Trash-Mobs an der Stelle. Sind eher so, ja, nerven ein bisschen. Aber ansonsten geht diese Ini voll steil. Whoop. Beinahe voll drin gestanden. So, Spin to Win. Nichts einfacher als das. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich stehe safe. Alles ist gut. Zwei Bosse haben wir noch vor uns. Jetzt sollte aber auch schon der nächste kommen. Wäre schön, dass alle würfeln würden. Das wäre nice. Könnte ich mich nochmal ein bisschen ausrüsten. Oh ja, der Würfel. Der Würfel ist herrlich. Der ist eigentlich relativ easy. Man muss einfach nur darauf aufpassen, auf welchem, welche Gesichter ihr hier gerade zeigt. So, ansonsten macht der gar nicht viel. Halt eben Autoschaden, also Auto-Attacks. Was halt eben so Würfel machen. So, und jetzt wird's ulkig. Jetzt zeigt er nämlich die Safe Spots an. Da muss man aufpassen. So, Safe Spot ist jetzt zum Beispiel hier oben. Rums. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Finde ich schön. Ich glaube, mehr macht er nicht. Außer nochmal dicke AOE-Laser-Dinger. Und wieder nach vorne. Explosion! Feuerwerk! Betet auch, wie man sieht, mit heiligen Versen. So. Geht doch mal nach vorne rein. Und jetzt gehe ich mal mit nach hinten rein. Doch nicht. Ach, die hat er schon gemacht. Sehr gut. Meine Freundin, beste Freundin. So, jetzt ist er wieder normal. Jetzt macht er wieder nichts. Außer Kugeln. Ich nehme mal hier genau in die Mitte. Nein! Das war doof. Hier ist echt. Ich habe echt keine Erinnerungen dran. Aber das habe ich gesagt. Lass mich raten. Hinder? Nee, aber jetzt muss ich von denen weg. Nein, ich muss wieder dran. Wie frech.
Ja, aber warum sind das Donuts? Das sollen keine Donuts sein. Ja, Donuts sind lecker, das ist wahr. Aber Donut-Aui sind doof. Niemand mag Donut-Auis. So, ein bisschen hier ausweiche, weiche. Vorne safe. Und Donut dazu. Also schön dran da. Yay! Ich habe einen Gegenstand bekommen. Jetzt mitten im Bossfight. Okay, meine Freundin jammert schon, dass hier kein Schaden rumkommt. Sorry, ich bin noch nicht so hoch. Ich bin so, der zieht euch das rein. Ist das nicht hübsch? Ist ihr das nicht hübsch? Werdet euch mir beugen. Halt die Klappe, Warsree. Du bist kacke. Keiner mag dich. Such dir andere Leute zum Spielen. Nehmt meinen Glanz, meine Reinheit und vernichtet sie. Das macht er hier einen auf Erlöser. Ich erlöse ihn auch gleich. Danach, ja, das ist richtig. Danach kommt gleich wieder eine Ini. Es wird generell lustig, weil ab jetzt nimmt dieses Spiel richtig Fahrt. Boah, ich werde hier zugeschmissen. Das ist so geil. Was haben wir denn hier? Oh, hier nix. Schade. Keine besseren Sachen. Das gibt's nicht. Muss mal was ablegen. Ins Inventar legen. Anlegen. Zack. Und hui! So, eine Rotation machen wir noch. So. Und jetzt gibt es wieder dick geschnetzeltes. Kommt dem Paladin ein bisschen zu nah. Das mache ich nämlich die ganze Zeit. Heiligen Kreis. Es lohnt sich immer bei den bei vielen Gegnern zusammen mit Requiescat, weil Heiliger Kreis dann nämlich keine Castzeit hat. Und man dann dementsprechend fünfmal hintereinander das Ding machen kann. Anstatt nur viermal oder so. Okay. Kann man so oder so fünfmal, aber halt eben verstärkt fünfmal. So war das. So, stirb. Leg dich hin. Wir haben keine Verwendung mehr für dich. Gesundheit. Gesundheit. Ich glaube, sie ist allergisch gegen irgendwas. Vermutlich gegen mich. Sie zeigt sogar auf mich. Sie mag mich nicht mehr. Ja, die Kämpfe sind auf jeden Fall sehr atemberaubend. Ich habe sogar noch Zeit, nebenbei Kaffee zu trinken. Also, ja, ich könnte, wenn ich wollte, auch mein Eclipse und meine Protuberanz verstärken, wenn ich noch Verwegenheit dazu werfe. Aber das mache ich einfach nicht, weil irgendwie diese 60 Sekunden Abklingzeit sind dann vor der letzten Mobgruppe vorm Boss irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Aber egal, mal gucken, wie das jetzt wird. Das wird, glaube ich, richtig lustig. Mal schauen, wie viele Debuffs ich mir beim nächsten Boss einsammle. Kann ja nur besser werden. Erkennt ihr nicht eure Schwäche? Dann leidet und büßelt. Oh nein, AOEs ausweichen. Und gelegentlich mal nach links und rechts gucken. So, jetzt nochmal ein Wechsel, weil wird jetzt mit der anderen Hand schlagen. Sag ich doch. So, und abwarten. Rüber da. So.
Okay. Meine Freundin will anscheinend, dass der Tänzer stirbt. Oder die Tänzerin. So. Du bist K.O. Zerbrösel. Ab geht's. Wir bekommen zum Abschluss den Bubi-Boss. Ja, die geläuterte Unzucht. Und... Loot, 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 kein Loot. Los geht's! Dieser Boss ist tatsächlich gar nicht so ohne. Der hat ein bisschen Movement. Also der benötigt ein bisschen Movement. Ein bisschen mehr als andere Bosse. Und das erkennt man halt eben daran, dass hier... Ja genau, einerseits macht sie halt eben AOEs, wo man nicht dran kann. Ganz tolles etwas. Aber ich gucke schon bewusst die ganze Zeit nach Norden. Ich sagte, sie sollen leiden. Zück die Schwerter! Weil... Wenn mich nicht alles täuscht, dann springt die auch noch irgendwie komisch durch die Gegend. Ja, woher soll ich das wissen? Ja, nee, aber woher soll ich wissen, dass das mehrere Donut-AOEs sind und wo die Donut-AOE endet? Wurde nicht rechtzeitig angezeigt. Wo kommt denn der zweite auf einmal her? Ist doch ein Joke. Ich will mich hier doch echt verkackeiern. So, jetzt kommt die Aktion, mit dem man muss gucken, das ist die richtige... Fuck! Ach komm! Hier war kein Heiligenschein. So, hast du jetzt davon. Auch zwei kassiert. So. Nee, nee, ich finde diese, wenn diese Donut-AOEs nicht so ersichtlich sind, ist das halt eben irgendwie seltsam. Die sind nicht ersichtlich, ich sehe die nicht. Okay. Rand-AOE. Okay. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Es wird erstmal 1, 2, dann eine kleine Pause geben und dann müssen wir an die Seite gehen. 1, 2, rüber. Piu. Das wusste ich noch. Und ich weiß nicht, ich finde diese Mechanik sogar ziemlich lustig so. Versuche mich hier mal ein bisschen zu konzentrieren. Yay! Jubel! Ich hab's geschafft! Aber jetzt springt sie gleich wieder weg, die olle Furt, wette ich mit euch. Sag ich doch. Jetzt muss man gleich wieder schauen, welche von denen den Heiligenschein hat. Das ist die richtige, zu der müssen wir dann. Genau. So, da ist sie. Und einfach hier hin. Und das sollte funktionieren. Yay! Woohoo! Ich glaube, ich habe den Boss verstanden. Oh, Moment, da kommt noch was. Ach ja, klar, das war vorhin auch. Da muss man auch so ein bisschen am Rand stehen, weil die, glaube ich, noch so Laser an den... Genau. Was? Genau. Die macht halt eben aus diesen Schilden feuert sie halt eben auch noch Laser. Deswegen muss man zwischen diesen Schilden stehen. Das weiß ich auch noch. Das war, glaube ich, ein Tankbuster. Ich glaube, ich ziehe mal cool. Ah.
So, aber wir haben es hier gleich geschafft. Das nächste Pattern, mal gucken, wie es aussieht. Okay. Hier hin. Und eins und zwei und rüber da. Und dann kommt der Limit Break. Limit Break. African Snake. Snake. Ich würde mal ganz einfach sagen, terminated. Ich habe jetzt ein cooles Horn auf der Nase. So, aber der nächste große Sündenvertilger wartet noch auf uns. Wie man gerade unschwer erkennen konnte. Und wir müssen doch eigentlich noch irgendwas bekommen haben. Ja. Wir bekommen noch einen neuen Ohrring. Und verabschieden uns dann in eine kleine Cutscene. Bis gleich später irgendwann. Da! Da oben muss sich Vorthry verschanzt haben. Vielleicht meinst du es ernst. Vielleicht herrscht dort wirklich eine Art von Frieden. Weil ich noch eine Chance sah, dass dir auf irgendeine Weise das Glück deiner Untertanen doch etwas bedeutet, war ich bereit, dich zu verschonen. Aber das ist jetzt vorbei. Deine abscheulichen Taten haben dich verraten. Kaum warst du in Gefahr, hast du die Bürger Julmos zurückgelassen und bist geflohen, um dir ein neues Paradies zu schaffen. Für wen ist denn dein sogenanntes Paradies? Für deine Untertanen, die du verraten hast? Oder ist es doch nur eine Spielwiese für deine Eitelkeit? Lord Walthry, diese Welt wird sich niemals deinem Willen unterwerfen. Ein gutes Mädchen mit einem großen Herzen hat mir die Zukunft dieser Welt anvertraut. Und ich habe ihr versprochen, sie mit all meiner Kraft zu behüten. Ich weiß noch nicht viel über die Welt, aber ich sehe, dass jeder, sei es Mann, Frau oder Kind, etwas in sich trägt, das ihn zu etwas Besonderem macht. Keiner von ihnen hat es jetzt mehr nötig, sich in dein falsches Paradies zu flüchten. Sie haben keine Angst mehr, weil sie gesehen haben, dass sie eine Zukunft haben. Eine, die sie selbst errichten. Du kannst noch so sehr wüten und toben, aber in Wirklichkeit haben sie dich bereits vergessen. Ruhe! Ruhe! Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Ihr wollt mir etwas über diese Welt erzählen? Was bildet ihr euch ein? Jetzt, da meine wahre Macht erwacht ist, werde ich euch auslöschen! Eure gereinigten Knochen werden allen anderen Störenfrieden eine Warnung sein! Ich bin die Spitze der Schöpfung! Ich bin der auserwählte Herrscher über Sündenvertilger und alles Leben! Ich bin ohne Schuld,
frei von jedem Makel! Ich bin Innocence! Das soll wohl bedeuten, wir bekommen so schnell keine Audienz. Um die kümmern wir uns. Hol du dir den Lichtbringer. Los, mach sie fertig! Ja, auf geht's. Unsere Freunde sind da hinten. Wir wollen aber nach oben zu dem fiesen Fettsack. Aber nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit eurem duften Typen und der duften Mieze und der duften Aya und der duften Tifa-Puppe, die gerade nicht hier ist. Egal, bis zum nächsten Mal.